Einen wunderschönen guten Tag YouTube und seid alle recht herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal und mit dabei beim Supermarkt-Simulator wieder der Jay und der Ronny. Moin. Und dann, ich glaube, wir warten welche. Wir warten welche, ja, zum Einkaufen. Warten. Leute, ihr seht schon, völlig cool, Texturen. Alter, der Land, der sieht Tastatur. jetzt richtig geil aus. Ja, neue Texturen. Voll schick, Alter. Leute, schreibt mal in die Kommentare, was haltet ihr von? Ich finde den ja richtig genial. Cool. Also da gibt's richtig viele Variationen. So ist der ja richtig schick, Alter. Junge, Junge, jetzt kommt richtig Qualität hier im Bafti Supermarkt. Jetzt hört's auf. Jetzt hört's ja auf. Apfelsaft muss rein. Unglaublich, Leute. Wow. Einfach nur wow. Ja, gut. Dann würde ich sagen, räumen wir ein. Wir haben bestimmt heute wieder ein, zwei Spezialgäste hier, die hier einkaufen kommen. Ich schon warten. Die warten schon, aber also noch nicht. Noch ist nicht so viel los, aber wird bestimmt gleich Platz passieren. So, erstmal das hier einkaufen. Kuchen. Wieso ist denn da jetzt noch? Ach, da ist der Fünfer. Genau, wir haben ja hier den Fünfer. Wir haben ja hier den Fünfer drin, Leute. Was verkauft jetzt BMWs? Ja. Vom Supermarkt-Simulator zum Autohändler. Die Fünfer, Der wie war das Werdegang denn? von LS Buffy. Na. So Gibt sieht's es nämlich auch einen aus. Car-Sale-Simulator? Kannst du Autos ankaufen und verkaufen? Genau, so wir werden das jetzt so hinstellen, dass die ja noch wirklich immer in die Reihen anstehen. Dass die nicht mal die Regale hier so rumtroppen. So. So. Ich würde sagen, wir befüllen jetzt hier schnell. Sind wir ja gleich durch. Also. Davon brauchen wir eins. Davon eins. Davon zwei. Wir beeilen uns. Ne? Wie gesagt, ihr könnt ja gerne bei uns in den Livestreams vorbeischauen. Wir spielen auch da im Livestream öfters mal den Simulator. Dann kommt der Twitch-Chat immer hier einkaufen oder auch als Lagerarbeiter helfen. Ne? Die Befehle kennen sie ja, die Leute. Zack, macht auf jeden Fall einen riesen Gaudi Spaß. Können Kassierer sein, können Lagerarbeiter sein. Geht doch offline. Geht auch offline, ja. Zeigen wir euch gleich, wenn sie sich gleich hier. Also eigentlich können sie sich auch schon registrieren. Für den Tag. So, seht ihr, der Ronny wartet schon. Der Ronny könnte jetzt zum Beispiel Kassierer sein. Aber ich lasse die heute Sonntag, die sollen einkaufen. Wochenende. Die sollen nicht für Bafti auf den Sonntag arbeiten bei den Aufnahmen. Die sollen ja sich auch mal was gönnen. Unglaublich. So. So. Jay, du musst ja auch noch registrieren. Ich brauche drei Hab ich doch. Kassierer. Gut, jetzt kann ich die Kassierer nicht mehr rausschmeißen. Ich bin verschrieben. Jetzt kann ich die. Oh. Jetzt kann ich nämlich die rausschmeißen gleich, Leute. Wir müssen bloß schnell auf Verwaltung gehen und dann ohne die Rechnung bezahlen. So, dann gehen wir nämlich auf Einstein. Die Kassierer feuern wir. Und stellen Aber du nämlich weißt ja, die neuen ist drei Sonntag. Namen. Ja. Ist Sonntag, ne? 35 Euro die angefangene So. Stunde. Und kassieren tut der Lütsche, der Treuhand und der Langnesi. Jay, der müsste dann gleich ins Lager arbeiten kommen. Abgelehnt. Dann muss ich einen Lagerarbeiter rausschmeißen. Einstellen. Upfüller. Also aus. Also jetzt sollte Jay. Genau, und Jay, genau. Schön bewegen, Jay. Komm mal. Seh mal zu hier. Schön arbeiten. So, aber wie gesagt, die neuen Texte, also das sieht wirklich richtig cool aus. Kann man da ein bisschen hin und her, da hat man ganz viele Variationen. Also ich finde den ja so wirklich cool. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ja, aber auch ernsthafte Kommentare, was ihr davon haltet und ich hier so rumgespinne, ja.
Ja, Herr Treuhand. Wie sonst auch immer. Schreibt mal eure Meinung unten in die Kommentare rein. Also ich finde das ja, sieht wirklich schick aus. Unten unter die Kommentare. So. Na. Dann kommt das hier noch rein. So, jetzt brauchen wir immer davon. Das sieht ja alles her. Wir könnten davon ohne immer und davon immer noch kaufen. So, das ist hier noch. Das ist hier noch. Das ist hier noch. Davon kaufen wir, davon holen wir noch. Davon holen wir zwei, davon holen wir zwei, davon holen wir zwei. Davon eins, davon zwei. Davon zwei, davon zwei und davon zwei. Ach, jetzt geht das. Ja, bestimmt habe ich mir bestimmt Scheiße Bock gebaut. Nee, doch nicht. So, zack. Dann räumen wir das hier mal schnell alles ein. Das Chelsea ja bewegt. Finde ich schon wieder nicht die Zinni-Winnies. Die müssen doch hier irgendwo sein. Ah. Ente Lacrosse. Hier haben wir nochmal den E-Modell. Wir haben immer diese hier. Dann haben wir noch ein paar Chips. Auch zu wird. Also das sieht jetzt wirklich auch mit den Fußballen und so richtig vernünftig aus. Also das ist schon krass, wie schnell sich das Spiel auch entwickelt mit Mutz und so. Das ist schon crazy. Was hast du jetzt, einen Marmorfußboden oder? Ja. Richtig, eine Marmorwand habe ich. Das ist crazy. Eine goldene Decke und eine Platin-Fußboden. So. Achso, das sind die Minis, Schitte, war jetzt ein bisschen, was man da einstellen. Zack. Alter, Jay ist unglaublich mit seiner Schallplatte. Das ist doch nicht mehr normal. Du solltest mal zum Doktor gehen, Alter. Vor allem egal wann, nur Ja, noch war. vormittags, abends. Ja, war. Immer. Nachts. Das ist unglaublich. Obwohl ich richtig gut gepennt habe, bis auf morgen 8 Uhr. Das ist unglaublich. Vorhin um 3 oder was? Nö, 1 Uhr. Okay. Also ganz normal, ne? Unglaublich. Ja. So. Ich habe heute von 3:30 bis um 7:15 geschlafen. War Körper der Meinung, er ist wieder wach. Na. Ruckzuck. Gut. Das sieht schon mal gut aus. Das haben sie jetzt hier alles eingeräumt schon. Das ist auf jeden Fall safe. Wir können ja vorsichtshalber da. So, das sieht alles gut aus. Wir brauchen hier oben nochmal einmal. Die Pizza Wagner sieht gut auch gut aus. Da können wir eh mal, da zweimal, da zweimal, da eh mal, da zweimal, einmal, davon hatten wir entweder jetzt hatten wir genug, die genau zweimal, Alter, die kleinen Eierpackungen sind diesmal weggehen, richtig.
crazy. Auch nochmal. Das sieht alles gut aus. So, dann machen wir das erstmal. Also bis jetzt haben wir die letzten Tage trotz die ganzen Grundkredite haben wir auch abbezahlt ordentlich. Schon im Voraus weggenommen wieder. Also das heißt, wir Profit machen wir eigentlich gut. Zur Zeit immer so zwischen 1000 und 3000. Sieht gut aus. Ich steck den Weber den Mund, Alter, das schmeckt. Der Zeit, dass er sich auch noch mal bewegt, ne? Unglaublich. Bewegt mich die ganze Zeit. Der Teil gesehen, was du hier machst. Die Kollegen haben immer eingeräumt. Du standest draußen rum. Hast mit den Treuern an der Kasse rumgequatscht. Ja. Naja. Was soll denn das? Wie viele Artikel hier weggehen, wenn ich überlege, wie voll ich die immer mache hier. Wie viel hier mittlerweile weggeht, das ist ja völlig krass, Alter. Was hier noch im Nachhinein nachräumen wird, wieder weit leer ist. Gut. Das ist schon crazy. So, das immer rein. Ich 64 Koteletts gekocht, die sind schon fast alle weg, 7 Stück sind was übrig geblieben. So crazy. Jetzt hier nochmal. So, haben wir die kleinen Eierpackungen hier, aber die werden ja jetzt auch nochmal eingeräumt werden. Hatte ich davon nicht 3 Packungen gekauft? Extra. Mozzarella. Nochmal der Kaffee. So, jetzt haben die alle eingeräumt. Jetzt müssen wir mal gleich wieder gucken. Das sieht aber alles gut aus. Davon ist hier noch da, davon ist hier noch da. Davon ist hier noch da, davon ist hier noch da. Das sieht auch gut aus. Das sieht gut aus. Haben wir noch immer KitKat, immer Haribo, immer Milka. Davon könnten wir noch jeweils eins holen. Davon 2. Davon 3. Nutella auch wichtig. Mehl. Alter, Mehl geht ja richtig ordentlich ab, Alter. Nudeln halt, alles voll gekauft. Gestern alles leer. Unglaublich. Junge, 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 Junge. Leute, Leute, Leute. Und krass. Also diese Diamantenweizenmehl ist auch krass, wie oft wie das abgeht. Jay! Yep. Ist doch mal gut, Mensch. Du sollst arbeiten und nicht hier rumgehen. Ich arbeite doch. Im Laden hier. Steckst du mir die ganzen Kollegen hier an. Haribo, mach Kinder froh und gitarrisch. Weil es keine Pausen gibt, ne? Deswegen ach so, geh nicht nur. Ach so, ja, kann sein, ja. Hier wird hier arbeitet, hier müssen ja die Millionen ins Haus, ne? Das wusstest du ja vorher, hast ja einen 24-Stunden-Vertrag unterschrieben. Wo? So, na, auf dem Papier steht das. Eine kleine Druckte. Ich kann nicht lesen. Ja, das ist dein Problem, ne? Ich hab nichts mehr gekriegt. Na. Und kriege ich die Waschmaschine. Naja. Gut, dann würde ich sagen, die drei hier noch und dann gucken wir gleich nochmal, dann können wir den Laden aufmachen, dann können die Leute einkaufen kommen, die nur einkaufen kommen wollen.
Ach, hast du gar nicht aufgemacht? Ich dachte, wir haben nichts offen. Nee, ich räume gerade ein. Machst du den ganzen Tag? Einräumen hier, dass ihr was einräumen könnt im Supermarkt. Ich muss ja alles kochen. Denkst du, naja, glaubst du auch, ich mach den ganzen Tag nichts, wa? Ja, klar. Jo, genau das. Wir sind ja ein Team. Toll, ja. Ein anderer macht's, ne? Wow. Wow, wow. Denn dann machen wir alle nichts, ne? Genau, ja. Gemeinsam sind wir stark. 3, 4, ich kann nicht mehr. Unglaublich. Unbelievable, Leute. Oh, richtig unbelievable. Da ist die Nutella-Sache. Wunderbar. Gut. Das ist doch schon wieder alle. Die zwei Jahre, Alter. Okay, alles schon nachgehört. Der hat sich echt mal bewegt, wa? Auch alle. Hier ist alles. Alle, Alter. Was habt ihr denn gestern hier alles gekauft, Alter? Crazy. Die Wand an, ja, Alter. Oh, Misch. Ja, seitdem die Misch vom Bär kommt, die scheppert richtig. Also das scheint schon Highlight zu sein, ja. Was ich ja crazy finde, sind wirklich diese Spaghetti machen, Lupe. So. Hier ist nochmal der Apfelsaft. Ja, welche Produkte sind hier gefragt in Amerika, Leute? Loblich. So, dann würde ich nämlich sagen, müssten wir dann eigentlich alles soweit haben. Jetzt noch dieser Dings hier und dann sollte das safe sein und wir können den Laden aufmachen. Wann trifft die neue Ware ein? Er talkt. Geht los, Alter. Wir treuern. So. Also das sind ja jetzt hier die. Ey, dich verraten, Jay. Wir müssen an der Kasse und wow! Ihr könnt bei euren Lieblingsstreamer an der Kasse stehen und arbeiten und im Lager und ja, wir müssen. Wow! So, wir machen den Laden auf. Er geht los. Dann könnt ihr loslegen. Auf geht's. Alter, das sieht richtig schick aus, Alter, wie das auch schön glänzt und so. Hier vor allen Dingen auch diese Lichtreflexion. Völlig crazy geil. Krass. Das ist ja krass. Das sieht wirklich richtig nice aus. Das spiegelt auch richtig in die Marmorwände und so. Voll cool gemacht. Das ist ja helle hier wirklich richtig krass. Das ist richtig stark gemacht. Muss man ja mal ehrlich sagen. Hut ab. Das ist wirklich schick. Hut ab. Nice, nice.
Aber was jetzt, offline sind alle gelb an der Kasse. Hier sind alle gelb, haben alle meins. Genau, schön einräumen da hinten. Was im Chat geschrieben. Also muss man schon wirklich sagen, das ist, also das haben sie wirklich sehr gut hingekriegt. Das sieht wirklich sehr gut aus. Hut ab an die Modder. Dass das auch so wirklich an das Licht an die Wände so spiegelt. Völlig crazy. Auch wenn du dir bewegst, sehen die Lichterreflexionen woanders hin. Die bewegen sich richtig. Weil ich mir bewege, so weißt du, wie in Wirklichkeit. Die sind nicht irgendwie fest markiert da so. Sondern wenn es zurückgeht und auch höher. Das ist völlig krass. Cool gemacht. Boah, Jay brecht ja nicht die Arme bei diesen Riesenkarton. Jay bringt Kartoffeln. Genau. Haben die Kartoffelbauer Jay. Die ganzen Kartoffeln schon aufgekauft? Krass. Nee, hier sind noch hier noch, Dude. Und Ronny bringt die Eier selbst gelegt. Jo. Aha, wow. Wow. Aha. Unglaublich. Hab mich hier drauf gesetzt, wollte zu ausbrüten, aber Jay war schneller. Ja, Leute, wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare. Also, ich finde das ja völlig genial. Hat total hübsch gemacht. Also wirklich Respekt an die Modder. Also auf sowas zu achten schon und so, das ist ja auch selten. Cool. So, Herr Trojan, können Sie mal bitte ein bisschen gucken Sie mal hier. Lütsche und Langnese hier, die piepen und der Trojan steht da in der Mitte rum und quatscht. Ne? Der hat den Knopf zum Piepen noch nicht gefunden. Ach so, das kann auch sein. Der macht die Beratung für die Kunden. Vor allen Dingen passen die dunklen neuen Regale richtig gut drin hier. Jetzt. Krass. Auch die Kassen und die alten Regale sehen auf einmal nicht mehr so standardmäßig, sondern das komplett, auch die Kühe, alles komplett neuer Flair jetzt. Nur durch diese Deckenwand und Bodentexte. Nicht schlecht. KDW, jetzt seid ihr hier, wo ihr arbeitet. Vor allen Dingen, wie krass der Unterschied ist, dass wie das jetzt beleuchtet ist, der Laden. Richtig crazy. Mann, nein, Mann, Mann. Gut, wie viel haben wir da? So, wir wollten ja mal gucken, wie so ein Update, meine Freunde. Wir können ja noch mal schnell gucken. Wir müssen erstmal. Hatten wir die Rechnung bezahlt? Ja. Wir können ja mal so ein Lizenzen nicht. Den Wachstum. 11.000 Euro würde der Abschnitt 8 kosten. So. Den haben wir jetzt hier gekauft. Dann haben wir halt bloß noch 2000, aber das macht nicht, wo ist denn das jetzt so weitergegangen, hä? Oh nee, oder? Der geht nach links wieder weg. Ich dachte, der geht nach hinten. Alter, never, oder? Denken. Der geht jetzt wieder nach links weg, wo meine Kühlschränke stehen und nicht nach hinten gerade durch. Oh. Ist ein Supermarkt nicht längs und nicht, der wird ja quadratisch, der Supermarkt. Ein Supermarkt ist da eigentlich mehr längs als quadratisch. Nö, die sind meistens quadratisch. Du Hä? bist ja drin, du gehst ja drin in den Supermarkt auf der linken Seite, gehst dann im U den Markt durch und gehst dann auf der rechten Seite wieder raus oder links. Je nachdem, wo du drin gekommen bist. Meistens eine quadratische Ladenfläche. Nee, die Reihen sind da länger. Ich glaube, da länger die Reihen lang wie. Ja, gut, jetzt bei Edeka und Kaufland nicht, aber Netto und so sind da mehr links. Wenn ich grin hier an den Kassen, da ich außen vorbei, dann leg die Regale hoch und komme auf der anderen Seite wieder runter an den Kassen wieder Ja, raus. du musst ja sehen, dass du 7 oder 8 Gänge auch hast, ne? Ja, aber
aber ich glaube, also das, nee, die Ladenlokale sind schon rechtwinklig ausgearbeitet. Also quadratisch. Jetzt muss ich ja meinen ganzen Umbauplan wieder umbauen. Weil ich dachte, da hinten gehen die nächsten Reihen auf. Ach, come on, Leute. Aha. Ja, nicht funny, aber lustig. Ja. Nicht also lustig, aber funny. Ja. Bla, bla, bla. Nicht denken, Basti. Nee, ich denke ja nicht mehr nach. Arbeiten. Jetzt muss ich ja doch denn so rum die... Egal. Du machst das schon. Ja, das wird genau schon. Wir haben da volles Vertrauen. Ja. Ja, ja, dann kommen die Dinger da hinten doch hin. Dann kommen die da hin. Hier kommt ja dann praktisch die vierte Kasse hin. Genau, hier kommt die vierte Kasse hin. Und die fünfte Kasse kann ich ja bedienen. Tja. Na gut, aber da schauen wir mal in der nächsten Folge, Leute. Ja, da müssen wir jetzt erstmal alles umstrukturieren. Aber auf jeden Fall, die Texturen sind so völlig schick. Völlig schick. Wie gesagt, guckt euch da, sind richtig viele interessante Mods. Bafti holt sich jetzt auch immer nach und nach noch ein paar Mods so. Und das vom Design her und so. Ist wirklich sehr cool und interessant. Und dann würde ich aber auf jeden Fall sagen, Dankeschön für Zuschauen. Wie gesagt, lasst gerne ein Like da, schreibt in die Kommentare und lasst euch ein kostenloses Abo da für die Neuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, tschüss und tschüss.